Recht herzlich willkommen zur 236. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir haben letztes Mal aufgeräumt. Jetzt haben wir noch diese Leute hier unterwegs, wo wir gewisse Dinge noch erledigen müssen. Die hier sind ja voll, da geht's auf dem Heimweg dann. Können wir das mal sehen? Ja, können wir sehen. Wenn man so sieht, dass die da so rumfliegen, dann waren die auch schon mal irgendwo, ne? Und das haben wir verpasst. Hier geht noch was. Aber die drei sind auch auf dem Heimweg, ne? Glaube ja. Kerbal Station, die sind ja da am Forschen wahrscheinlich. Und hier haben wir Minmus V6. Da haben wir auch noch einen Punkt, was da passieren muss. Achso, das war die Landung. Er ist auf dem Rückweg, weil wir was verpasst haben. Und die beiden Positionen waren ja leider leer, ne? We don't own that. Und da ist das gleiche in grün. Cannot vessel, weil wir das nicht ownen. Und da konnten wir ja leider nichts machen, ändern. Nichts ändern. Ja. Man kann da jetzt nicht hin, ne? Nein. Zerstören würde gehen. Wollen wir aber nicht. Das machen wir jetzt nicht. Gut, er ist ja da, die zweite Geschichte. Und jetzt müssen wir gucken, was unser Ziel ist. Also die sind jetzt auf dem Heimweg, ne? Würde ich sagen, ja. Die müssten auch auf dem Heimweg sein. Das ist die Kerbal Station und das ist auch am Heimweg. Und ich glaube, er hier, den haben wir ja da noch ein Manöver letztes Mal zugeschustert. Das bedeutet, das werden wir jetzt als nächstes wohl fliegen, ne? Und dann müssen wir da landen, aber ja, jetzt sind wir reingegangen, wir hätten ja erstmal noch eine Aufträge gucken können oder sowas, ne? Ist jetzt aber auch egal. Jetzt müssen wir das mal ein bisschen hier korrigieren, die Ausrichtung. Haben wir ja schon angemacht. Da kommt der Punkt, wo wir hin müssen. Hätten wahrscheinlich auch Retro klicken können, dann wären wir da auch hingekommen. Und dann machen wir das noch. Und in 59 Minuten ist das. Dann verkürzen wir das mal schnell. Und vielleicht noch schneller. So, ja, das hat gut geklappt. Dann sind wir drüber. Aber ich glaube, das spielt auch keine große Rolle, wann wir dieses Manöver fliegen. Achso, wir sollten vielleicht Vollgas geben. Und dann kriegen wir das auch hin, dass er landet, ne? Können ja mal gerade in die Karte gucken, dann sehen wir, dass da passiert. Können wir den Punkt ja dementsprechend anpassen. Ich glaube, da ist das Triebwerk runtergesetzt, kann er sein. Genau so sieht's aus. Da haben wir die Periapsis, die da gerade runter geht. Auf 300. Und alles wird gut, ne? 70, da tritt der jetzt schon ein. Ah, ich sehe es nicht mehr. 53. So, lassen wir es. Manöver kann weg, können wir ja auch da machen. Und dann wird er da gleich landen. Gleich ist gut, ne? Keine Ahnung, wie lange das noch dauert. 1 Stunde 35 Minuten. Aber ich dachte, das wäre länger dauernd. Dann gehen wir doch mal die Reise an. Welche Höhe hat er denn jetzt? 168. Achso, wir müssen noch was abschießen. Wir sind aber richtig unterwegs, oder?
Nochmal reingucken. Ja. Dann schießen wir das alle weg. Und richten mal rückwärts, glaube ich, aus, dass der Schirm nach vorne kommt. Und gucken zu, dass er landet. Ups, vielleicht ein bisschen. Obwohl, das geht ja runter, wenn wir. Ah, jetzt passiert es auch schon. Er kommt nämlich in die Atmosphäre und dann wird er ja langsamer. Okay, und ja, Ausrichtung sieht so ganz gut aus. Hitzeschild ist aktiv. Er ist auch noch glücklich und zufrieden. Haben wir eigentlich hier sowas wie einen Crewbericht noch? Nee. Ist da irgendwelche Temperaturmessungen, die wir noch machen können? Da wäre noch ein Gu. Der hat noch ein paar Punkte da drin. Da ist auch noch einer. Der hat auch Punkte. Experiment behalten. Aufstiegsluke. Ist hier auch noch was anderes? Ein Thermometer. Barometer. Ich sehe leider nichts. Da ist ein Griff. Da ist eine Antenne. Das ist ein Service Bay. Open aber mal. Da ist doch die Klamotte alle drin, ne? Komme ich jetzt aber gerade nicht dran, oder? Ja, leider kann ich jetzt da nicht weiter reingucken. Cabinet Access. Okay. Wollen wir jetzt nicht. Kenne ich auch noch nicht. Müssen wir noch dran arbeiten. Electric Charge, das war eine Batterie. Ja, ich glaube, es ist gleich zu Ende. Und ich habe jetzt nichts gefunden. Da ist es. Aber das ist leider nicht funktionstüchtig gewesen. Das ist schlecht. Ja, da gibt's leider nichts. Ja, das ist leider nicht funktionstüchtig. Einmal ausrichten wieder vielleicht so. 62.000 Meter, ich dachte, wir wären schon niedriger. Das bedeutet, wir machen nochmal eine Runde. Der Schwung ist so hoch, dass wir gleich nochmal da hochkommen. Kann das sein? Sieht so aus, ne? Ja. Okay, nicht schlimm. Machen wir mal noch eine Ehrenrunde. Warte mal. Machen wir mal langsam. Vielleicht können wir hier noch irgendwas messen. Ich sehe leider nicht viel da drinne. Da ist es, oder? Hier gibt's aber nichts zu messen, weil hier ist kein Luftdruck. Temperatur. Ist auch nichts mehr dabei. Okay, dann. Die Entfernung zum Ding sehen wir da oben, ja. So, jetzt sind wir näher dran, ne? Hier gibt es noch keine Temperatur zu loggen.
Und auch kein Druck, oder? Und wir können... Also das ist jetzt eine Batterie, ne? Ah. Da war das Thermometer. Toggle Display off. Ach so, okay. Die sind beide da und ich kann sie durchblättern, alles klar. Log Pressure Data und Log Temperature. Was für eine Höhe haben wir? Wir sind noch im Weltraum, da finden wir noch nichts. Jetzt sind wir drinne. Jetzt können wir nochmal gucken. Hier ganz oben. Log Temperature, okay. Ist nix. Pressure, ist nix. Jetzt kommen wir da wieder rein. Machen den mal aus. Wird gerade warm, ne? Kann das sein? Oder täuscht das nur? Doch, da geht jetzt wieder die Flamme an. Geht da noch was? Nein. Nein. Haben wir irgendwann irgendwo schon mal gemacht, wahrscheinlich. Upper Atmosphäre. Wo ist denn die? Ist noch immer Upper Atmosphäre. Ab wann fängt denn der andere an? Lower oder was ist das nächste? Immer noch upper. 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 Da steht auch noch upper. Vielleicht unter 40.000. Wir werden es gleich sehen. Aber wir sind doch noch am Klein machen, ne, oder? Also er wird landen, ne? Ja, wird er. 70, ja, auf jeden Fall sind wir jetzt am Landen. Upper. Und wir kriegen eine Wasserlandung hin. Upper. 40. Ach hier, das Ganze ist upper wahrscheinlich, ja? Hm. Oder... Ja, gehe ich mal von aus. Machen wir besser so. Bremst der noch ab, ne? Geschwindigkeit ist natürlich noch schnell. Kriegen wir aber hin. Obwohl, wenn der so weiterfliegt, dann war hier nicht irgendwo das Zentrum. Könnte sein, ne? Aber ich glaube, der kriegt trotzdem nicht aufs Land. Wir kommen vorher runter. Der bremst ja immer stärker ab hier. Oder? Schwierig. Schwierig zu beurteilen, ob wir bis dahin noch... Ne?
Wir werden es sehen. Wir kommen auf jeden Fall runter weiter. Temperatur ist noch alles passend. Aber jetzt werden wir doch so langsam, dass der Luftwiderstand uns doch stark abbremst. Atmosphäre wird stärker, Bremswirkung wird größer. Ist immer noch upper. 25. Upper Atmosphäre, aber oh, das mit dem Wasser könnte aber noch gerade so klappen, ne, oder? Ich glaube, wir haben jetzt gleich eine starke Kurve, die nach unten geht, oder? Oh. Na, wir kommen doch auf Land runter, wa? Oder? Oh, nee, wandert noch. Kann sein, dass das doch noch was wird. Weil wir bremsen ja jetzt stärker ab. Jetzt sollten wir aber nicht mehr, ne? Ah, jetzt sind wir over water. Hier ist aber auch nichts zu holen. Ah, das wird eine knappe Küstenlandung, oder? Ja, ja, der kommt jetzt noch. Hier ist aber nichts zu holen. Ja, wir werden im Wasser landen. 10.000 Meter über dem Meer. Hier ist nichts zu holen. Vielleicht, wenn wir gelandet sind, müssen wir mal gucken. 7.000. Haben wir jetzt. Und jetzt holen wir mal den Fallschirm raus bei 2,5, ne? Jetzt werden wir dann langsamer. Jetzt geht er auf. Jetzt bremsen wir stark ab. Haben wir jetzt noch was zu holen? Nein. Und da auch nicht, oder? Nein. Haben wir leider schon alles abgeholt. So, 500 Meter machen wir mal gerade schneller. Bis zur Wasserung. Nichts zu holen. 200 Meter. 100. 50. Jetzt machen wir wieder langsamer. Und gelandet. So, gibt's hier noch was? Nein. Gibt's hier noch was? Nein. Recover Vessel und dann ist es weg. Gut, dann haben wir den auch wieder gerettet. Der ist wieder zurück, erfolglos. Eine Mission, richtig Geld gekostet wahrscheinlich und hat nichts gebracht, aber das ist halt so. Space Center war das jetzt gerade nicht, weil ich höre die Grillen, das heißt, es ist Nacht. Das war also woanders. Das war nicht in der Nähe. Aber er ist auf der Tageslichtseite gelandet. Wie, der hat 15 Science mitgebracht? Ah, Flyby gab's die Punkte für, okay. Und das sind dann über 160 Punkte geworden und dann können wir sogar was holen, ne? Okay. Gut. Hat er den Stern jetzt dadurch gekriegt? Ich glaube nicht, ne? Den hat er schon vorher gehabt, oder? Forschung wird gleich angezeigt. Ich habe nichts gemacht. Ja, 160 ist jetzt hier. Spezialkonstruktionen. Airstream Protective Shell. Stack Separator. Docking Port wäre vielleicht interessant. Und der B-Coupler ist auch interessant. Und ja, was haben wir denn noch? Grabbing Unit. Okay, das ist, da kannst du einen Astroliden mit anpacken. Und hier sind noch ein paar aerodynamische Teile für Flugzeug. Und hier haben wir Airbrakes, okay. Ja. Das ist die Frage, ne? Hier ist ja über 300, ne? Oder 300, ja. Dann ich würde tendenziell jetzt dazu neigen, das hier zu nehmen mal. Könnte natürlich auch sparen, ne?
Nuklearantrieb ist ja auch sehr interessant, ne? Großvolumencontainer. Hier gibt's Infrarotteleskop, Surface Scanning Modul. Ja, ich weiß es auch noch nicht. Vielleicht habt ihr eine Idee, ob wir das hier zum Beispiel machen sollen oder was anderes. Wir könnten das hier erforschen, wir können aber auch die Punkte sammeln und hier weitermachen. In diesem Bereich natürlich nicht, weil wir da erst das für bräuchten. Fortgeschrittene Metallarbeiten, Verbundwerkstoffe und Material, okay. Da müssen wir mal überlegen, schwere Ladung, gibt es da dicke Reifen oder was? Ja, okay. Und ein Heat Shield ist dann noch. Ja, hier sind dann noch andere Räder. Ja, das wäre, die Instrumente wären schon interessant, ne? Da kann man vielleicht das eine oder andere Pünktchen mehr holen, ne? Unbemannte Technologie, okay. Octo 2, QBE. Hier haben wir Prozessoren. Ja, okay. Ich lasse es erstmal so stehen. Ihr sagt mir bestimmt in den Kommentaren, was ihr da haben möchtet, ob wir das machen oder sparen und zum Beispiel das machen. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und ja, Kommentare spreche ich schon an. Macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn das nächste Video hochgeladen wird von mir. Alles klar, bis dann. Tschüss.